Hallo und herzlich willkommen aus dem Börsenradiostudio A. Es begrüßt Sie Peter Heinrich. Wir haben gerade wieder unseren Club aufgezeichnet. Ich begrüße Heiko Thieme. Grüße Sie. Grüß Gott. Ja, heute haben wir den Club bewusst am Dienstag aufgezeichnet. Meistens machen wir den ja mittwochs, aber morgen ist ja schon früher Börsenschluss. So haben die Clubmitglieder natürlich auch noch die Chance zu handeln. Die Börsen schließen nämlich um 14 Uhr morgen. Ja, wir haben uns heute wieder relativ lang unterhalten, viele Clubfragen beantwortet. Über anderem natürlich auch unter anderem über den Brexit, über Kleinbritannien jetzt quasi. Ich habe mir ein paar Sprüche aufgeschrieben, was heute auch kam. Sie sagten, Bitcoin ist Zimbabwe hoch 3 oder Dividenden ist der Erfolg der Börse. Und wir haben uns heute auch über die Alibaba-Aktie unterhalten. Aber ich glaube, was viel spannender ist, ist wir haben neue Rekorde überall, Dow Jones natürlich und im DAX 13.900. Die 14.000er-Marke könnte kommen. Ja, jetzt und jetzt, wie kann es so weitergehen? Was erwarten Sie zum Jahreswechsel? Der Jahreswechsel wird positiv verlaufen. Wir haben viele Überraschungen bekommen. Positive, eine Brexit-Regelung. Für England nach wie vor negativ, aber für die EU bringt es eine gewisse Ruhe, auch für England zu gewisser Zeit, aber es kommt zu keinem harten Brexit, das ist positiv anzuschauen. Dann haben wir den Regierungswechsel am 20. Januar, das ist sehr positiv, denn dann werden die 4 Jahre Donald Trump zur Geschichte gehören und da gibt es viele Kritiken, die wir auch diskutiert haben. Ja, und dann natürlich die Bewertungsbasis der Börse, technisch gesehen sehr hoch, das muss man von vornherein sagen, aber die Alternativen fehlen und wie weit wir nach oben noch gehen können im nächsten Jahr, das diskutieren wir ja auch im Detail. Allerdings auch, und das sollte man notieren, wir bekommen auch eine Korrektur. Was sind die besten Kaufzeiten? Ich war dann, wenn eine Börse einmal schwächelt, dann kann man sich einkaufen. Gewinnmitnahme verarmt wohl bemerkt nicht. Und dann auch die Mischung zwischen Hebelprodukten und Aktienanlagen diskutieren wir ja auch. Und was Bitcoin, das wurde ja schon gesagt, für mich ist es nach wie vor heiße Luft, aber ich bin nicht dagegen, auch in Luft zu investieren, sofern die Summen überschaubar sind. 0,5%, 1%. 1% nicht gleich am Anfang, sondern langsam aufbauen. Aber man muss sich dabei sein. Es gibt andere Situationen, die man haben kann. Und das, was wir vergessen hatten zu sagen, Barrick Gold zum Beispiel, können wir jetzt nochmal sagen, wäre auch ein ganz klarer Kauf unter der Norden. Ja, gehen Sie denn von steigenden Börsen aus 2021? Ja, das tun wir, aber wir wollen ja auch die Zuhörer hier oder Zuschauer hier etwas auf Spannung halten, dass sich die Sendung einmal anhört. Wie weit geht es? Also die 30.000 Mark beim Dow Jones war nicht das. Wie weit geht es nach oben? Es gibt Prognosen von 40.000 oder 50.000, die absolut illusorisch sind. Beim DAX-Index ist es die 15.000-Marke, die man durchaus sich anschauen kann, wo wir jetzt knapp unter 14 sind. Aber dann die Frage auch, was ist das optimale Einstiegsniveau? Also ich glaube, es ist eine Sendung. Herr Thieme, Sie machen es spannend. Gerade war die Leitung ein bisschen unterbrochen. Vielleicht haben wir Sie ja noch drauf auf der Aufnahme. Ich bedanke mich. Viel Erfolg und wer Clubmitglied werden will, unten dazu gibt es den Link. Ich bedanke mich.